Ja, wir gehen jetzt weiter bei dieser mikrobiellen Schleife und schauen uns eine etwas andere Darstellung an. Man kann es natürlich auch so darstellen. Also wir haben hier wieder die trophische Ebene von unten nach oben. Und hier ist auch noch die Größenordnung eingeblendet. Sie sehen das Meso, Mikro, Nano, Pico und das Femtoplankton. Daneben sehen Sie also die Größenordnung. Das sind also die Angaben in Mikrometer. Das Femtoplankton beginnt also bei 0,2 Mikrometer. Das ist etwa die Grenze, wo es noch Bakterien gibt. Kleinere Bakterien dürfte es also nicht geben. Dann kommt das Picoplankton, 2 Mikrometer, Nanoplankton, 20 Mikrometer und so weiter. Und man kann natürlich versuchen, jetzt ein bisschen Farbe drüber zu legen, wie ich das gemacht habe. Also da hätten wir die gelöste organische Substanz. Rechts in grün, klarerweise hätten wir Cyanobakterien, Algen, Phytoplankton, wobei wir wissen, dass bestimmte Phytoplankton auch Bakterien fressen. Also so einfach ist es nicht. Dann hätten wir eben die Bakterien und wir hätten also die Einzeller, das einzellige Zooplankton, das dann weiter heraufgeht zu den Kobeboden, also zum Zooplankton und zum Fischen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, diese Nahrungsnetze darzustellen. Und hier eingezeichnet, so stellt man sich eben diese mikrobielle Schleife dar. In diesem Bereich passiert eben das Recycling von gelöster organischer Substanz. Jetzt geht die trophische Ebene steht mal am Kopf, also geht von oben nach unten. Und das ist eine sehr, sehr schematische Darstellung. Das zeigt uns aber, was eigentlich beim Übergang, beim Fressen und Gefressenwerden passiert. Wir machen es uns ganz einfach. Wir sagen, die Primärproduktion, das ist 100 Einheiten oder 100%. 50% wird vom Phytoplankton selber respiriert. Es bleiben netto 50 übrig. Wenn diese 50 Einheiten direkt von Meso- oder Makrozooplankton in dem Fall gefressen werden, dann gehen wir runter und es bleiben noch 16 übrig, wenn wir eine Wachstumseffizienz von 31,6% annehmen. 31,6% ist deshalb praktisch, weil nach 2 Schritten haben wir nur mehr 10%. Also wenn Sie 31,6% von 31,6% nehmen, sind Sie bei 10%. Wenn Sie jetzt aber den Umweg gehen und sagen, wir haben Bakterien, Mikroflagellaten, Ziliaten, Mikrozooplankton, dann kommt vielleicht nur ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel an. Das heißt also, die mikrobielle Schleife ist möglicherweise eben nicht nur ein Recycling vom Material, das sonst verloren ginge, sondern es ist natürlich auch Material wird hier, also Biomasse wird also hier genutzt und beim Umbau geht natürlich Biomasse in Form von Respiration CO2 verloren. Ja, schauen wir uns dieses Nahrungsnetz jetzt an. Das ist also links wieder das Klassische, die Produzenten, die Konsumenten der ersten, zweiten und dritten Ebene. Das wären also Herbivores, Zooplankton, Carnivores, Zooplankton und Fische. Und alle, die externieren, Sie sehen ja, die E ist die Exkretion organischen Kohlenstoff, gelösten organischen Kohlenstoff, der von Bakterien aufgenommen wird, die einzige Gruppe, die eben diesen gelösten Kohlenstoff verwenden kann. Und das über die Micrograzers, das wären also die Einzeller, die Ziliaten, Flagellaten, wieder aufgenommen wird. Wir machen es uns ganz einfach und haben hier ein paar Bedingungen, Wachstumseffizienz angenommen, Exkretion angenommen, alles in recht vernünftigen Größenordnungen, so wie es aus der Natur eben bekannt ist, wie viel wird respiriert. Und wir lassen also dieses Nahrungsnetz einmal laufen und Sie sehen, wenn es nur einmal läuft ohne mikrobielle Schleife, dann machen wir aus 100 Einheiten Primärproduktion 27, 8 und 2 Einheiten der Sekundärproduktion oder der Konsumenten. Wenn wir jetzt aber dieses DOC, das dabei produziert wird, wieder über die Bakterien rezyklieren, dann geht natürlich ein Teil in bakterielle Biomasse, das wären diese orangen 19, und ein Teil davon in die Biomasse der
Konsumenten, also der Flagellaten und Ziliaten der Einzeller. Und wenn man das macht, geht natürlich, läuft dieses Nahrungsnetz natürlich weiter und wir produzieren wieder DOC. Sie sehen jetzt hier schon etwas weniger. Und wenn das noch einmal, wenn wir das noch einmal jetzt theoretisch natürlich noch einmal laufen lassen, dann sehen Sie, es entstehen wieder bestimmte Mengen an DOC und eine bestimmte Menge wird aufgenommen von Bakterien über diese mikrobielle Schleife, diese blaue, wieder zurückgespielt. Und wenn man das dreimal laufen lässt, kann man sagen, ja, das ist jetzt wahrscheinlich verbraucht. Und wir kommen also zu diesen Befunden. Wenn wir also ein klassisches Nahrungsnetz hätten, dann hätten wir Primärproduktion 100, DOC 48, Sekundärproduktion 63, alles in Einheiten Kohlenstoff oder Biomasse, Konsumenten, Microbial Food und Bakterien. Wenn das Ganze aber wirklich verwertet wird von den Bakterien, dann sehen Sie, ändern sich diese Zahlen und die Sekundärproduktion wird also höher, die DOC-Produktion wird höher, es gibt mehr Konsumenten, das mikrobielle Nahrungsnetz macht einen größeren Anteil aus. Auch die Bakterien machen etwa ein Viertel dieser gesamten Nahrungskette dann aus.